Einen wunderschönen guten Morgen an alle meine Zuschauer. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Kleiner Smalltalk. Um 4 Uhr waren meine Nymphensittiche der Meinung, sie müssen uns wach machen. Ich hatte geistigen Besuch hier. Es war sehr interessant. Mein Kind war wach, mein Hund erbrach und ich war wach und sammelte meine Nymphensittiche wieder ein. Ich kann euch sagen, es ist sehr dynamisch im Moment hier, energetisch. Ich hoffe, ihr hattet eine bessere Nacht. Nichtsdestotrotz, Zwillinge lassen sich ja nicht unterkriegen. Also alle die Zwillinge geborene sind oder Mond-Venus-Aszendent im Zwillinge haben, ihr könnt eventuell nachvollziehen, von was ich hier gerade rede. Was haben wir denn hier? Aha, nee, das ist jetzt doof gerade eben gewesen. Das wollen wir nicht sehen. Ah, meine Lieben! So, jetzt höre ich auf zu quatschen. Ich möchte gerne wissen, was heute auf uns zukommt. Liebe lichtvolle geistige Welt, was darf meine Community hier heute wissen? Übrigens, danke für alle Kanalmitgliedschaften, für eure lichtvollen Kommentare und für eure Abos. Mein lieber Herr Gesangsfein, ich freue mich, dass die Legungen so gut ankommen. Die Tagesbotschaften genauso wie auch die Botschaften für das kommende halbe Jahr. Wir entwickeln uns wieder langsam ein bisschen nach oben und kommen aus unseren Schneckenhäusern raus. Ich danke euch ganz herzlich dafür, meine Lieben. Ich freue mich. Das ist der Grund, warum ich meine Arbeit tue. Ich habe wieder ein Warum. Hurra! Aber ihr seht schon, ne, wie ich die Karten mische. Es ist etwas zäh. So, jetzt aber bitte. Wir hätten gerne Botschaft. Ach, deswegen. Meine Lieben, guckt mal. Die lichtvolle geistige Welt, die sitzt am Ruder. Es geht hier um die Gerechtigkeit, es geht hier um eine schicksalshafte Fügung oder auch Führung. Ja, hier ist etwas, wo wir nach dem göttlichen Timing leben dürfen. Ja, es gibt hier etwas, wo die lichtvolle geistige Welt heute in unser Leben kommt und möchte uns sagen, meine Lieben, mit 5 der Kelche kommt ihr nicht weiter. Das ist ein Mangeldenken. Ja, alle die hier noch ein bisschen in der Vergangenheit leben und die sagen, ach Mensch, und es wäre doch so schön gewesen und ich möchte gern die alte Zeit wieder und ach nö, ich habe Schwierigkeiten mit dem Neuen und was da im Außen alles ist und es war doch mal und schade, dass ich das nicht so bekommen habe oder dass das so war. Mm-mm. Die lichtvolle geistige Welt sagt uns, raus da aus diesem Mangeldenken, es gibt für euch etwas Besseres. Es ist für euch etwas vorgesehen, was viel, viel besser ist, wie das, was ihr hattet oder was ihr gerade habt. Also da bitte genauer hinschauen, ins göttliche Urvertrauen gehen, meine Lieben, ganz, ganz wichtig, ja. Ein super positiver Impuls und wir dürfen nach unserem Tempo Schritt für Schritt stückweise vorangehen, ja. Für einige kann es sein, dass sie zum Beispiel eine Rechnung bekommen, ja, und sagen, oh mein Gott, damit habe ich nicht gerechnet, oh, was soll das bloß? Hat alles seinen Grund, ja. Also macht euch da keine Gedanken. Für die anderen ist das Umswitchen der Glaubenssätze, Gedankenmuster, also wirklich mit Kontinuität und eigenem Arrangement an diesem Mangel arbeiten, ja, und sagen, okay, ich habe jetzt lange genug, hier guckt mal, unter Seite 8 der Kelche, raus da, also wir sollen wirklich rausgehen. Es wird ein Zustand sein, wo wir sagen, okay, wir gucken mal, wir gehen langsam voran. Ja, ein Ritter der Münzen ist nicht gerade der Schnellste, ja, aber er bewegt sich. Ja, wir sind ja hier im Spiel des Lebens. Das heißt, wir sind ja nicht auf der Flucht. So, das heißt also, selbst wenn du sagst, du bist mir zu schnell als Zwilling, ich soll hier machen, ich soll da machen und du weißt schon, ich hatte gerade gestern so ein schönes Gespräch und du weißt immer alles besser, weil du so weit entwickelt bist. Leute, ich habe einen Grund, warum ich so bin. Ich habe den Grund, weil ich euch ein Stück weit die Türen öffnen darf. Ja, ich darf euch mal aus meinen Erfahrungen, darf ich euch Dinge erzählen und weitergeben. Und das ist ein ganz wichtiges Gut. Es bin nicht nur ich, die so ist. Es sind noch viele andere. Aber es gibt halt auch welche, die hier vielleicht ein Stück weit so ein bisschen im Mangel sind, ja, vom Denken her. Aber ihr seid alle gut, so wie ihr seid. Denn Fakt ist, ihr geht heute hier in die Bewusstheit. Das heißt, also raus aus dem Mangel, ne? Geht langsam Stück für Stück voran. Ihr habt alles für das Vorangehen, was ihr braucht. Und jetzt kommt die Aufgabe, meine Lieben. Wir haben hier die 2 der Schwerter. Da siehst du schon, da siehst du das nicht.
Du kennst den Weg nicht, dir fehlt vielleicht die Lampe, das Licht. Egal. Du hast alles, was du brauchst, um hier voranzugehen. Das ist die Special Message hier in dieser ganzen Legung. Und darum geht es. Es geht darum, dass du ins göttliche Urvertrauen gehst, ja, dass du sagst, okay, heute ist meine Aufgabe, aus dem Mangel rauszugehen, in meinem Tempo weiterzugehen, weil ich weiß, dass ich alles habe, was ich brauche. Und da ist es auch völlig egal, ob ich das sehe oder nicht. Hier liegt eine Blockade vor, ja, die ist aber auch hier mit 5 der Kelche. Und eventuell siehst du das auch gar nicht. Und du sagst, ach so, was erzählt sie denn da? Interessant. Ja, stimmt, es könnte sein. Und das ist genau das, um was es hier heute geht. Also es geht hier heute darum, dass du aus einer Mangelsituation etwas Positives machst, aus einer Zitrone eine Limonade, dir darüber im Klaren wirst, was sind deine Ziele, Wünsche, Träume und Stück für Stück in deinem Tempo, bitteschön, vorangehst, weil du hast alles, was du brauchst. Ich meine, gut, ich kann dir auch sagen, ne? Du kannst gerne, wenn du Hilfe brauchst, zu mir kommen, dann kannst du von mir hören, diesen einen Satz. Möchtest du in High Heels weitergehen oder in Roadrunners? Also Nikes oder, na, ich darf ja keine Werbung machen, also Turnschuhe, ne? Egal wie. Bei mir dürfen sich meine Mädels immer aussuchen. Willst du schnell vorangehen oder möchtest du lieber elegant vorangehen? Wie möchtest du vorangehen? Wichtig ist, dass es letztendlich egal ist, wie du vorangehst. Hauptsache, du gehst voran und du wirst vorangehen. Und diese Entscheidung hier heute zu wissen, wow, ich habe alles, was ich brauche, um zu meinen Wünschen, Zielen, Träumen zu kommen, das ist wichtig. Und du bist beschützt, du bist gelenkt, du bist geleitet. Heute ist deine Aufgabe, hier voranzugehen. So, und wir gucken jetzt mal. Ich finde die Legung nicht total mystisch. Und wir gucken jetzt mit den großen Lennys wieder, weil euch die scheinbar echt super gut gefallen. Ich bleibe jetzt mal bei den Karten. Die, die mich schon ein bisschen länger kennen, die wissen, boah, die wechselt immer die Karten. Also wenn ihr das so ganz gut findet mit den Karten, belasse ich das. Ansonsten, wenn ihr mal andere Karten sehen wollt, ich habe hier so viele Kartendecks, ich kann euch doch gerne mal was anderes präsentieren. Hauptsache, es wird nicht langweilig für euch. Da müsst ihr mir dann mal bitte ein Feedback geben, ne? So. Was ist denn hier für mein Kollektiv noch wichtig? Um was geht es denn hier noch? Die Karten brauchen einfach länger heute, das merkt ihr, ne? Ah, wow. Ja, es geht hier darum, wieder in die kindliche Leichtigkeit zu kommen. Ja, das heißt also, sobald du begriffen hast, okay, mich blockiert mein Mangeldenken, dass ich zu sehr in der Vergangenheit bin oder noch an einer Situation festhalte, da darf mehr Leichtigkeit rein. Ne? Hier, mehr Leichtigkeit. Du möchtest hier, der Magier steht auch für, nicht nur, dass du alles hast, was du brauchst, sondern der Magier steht auch dafür, neu anzufangen. Und wir haben hier 3-mal Neuanfang. Also besser geht's gar nicht. Also rein in die Leichtigkeit, das Alte, was dich blockiert, transformieren, hinter dir lassen, sagen auf Wiedersehen, schön, dass du in meinem Leben warst, aber ich bin es mir wert, dass ich hier weitergehe. Wow, 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 oh mein Gott. So, passt auf. Dann haben wir, die Familie kann Thema sein oder die Sexualität in der Liebe, dass ich da etwas verändern möchte, ja. Und es könnte hier auch sein, dass genau durch diese Veränderung hier deine Blockade nämlich gelöst wird. Nicht nur durch die Transformation, das ist auch mit, natürlich, klar. Aber wir haben hier auch eventuell in der Liebe die Blockade, weil es hier familiär Schwierigkeiten gibt heute. Oder aber auch du sagst, genau das ist meine Blockade und genau das will ich hier transformieren, damit ich in Leichtigkeit einen Neuanfang machen kann, damit hier der Familienfrieden wieder gewährleistet ist, mehr Stabilität und Sicherheit in dein häusliches Umfeld kommt. So, meine Lieben, das ist hier ganz wichtig. Und wie gesagt, Transformation ist immer das Beste, was euch passieren kann, weil Transformation heißt letztendlich Altes zurücklassen und Neues, Platz für Neues machen, ne? Neues ins Leben lassen. So, ich ziehe euch hier noch ein wundervolles Krafttier heute. Um was geht es hier bitte? Ein Krafttier für dieses wundervolle Kollektiv, für den heutigen wundervollen Tag. Oh mein Gott, ich drehe ja durch. Die Libelle. Oh, ich liebe Libellen. Leute, also, die Zauberkraft. Lasse dich in andere Reiche führen. Hier finden Begegnungen im Herzen statt, die dir Antwort und Rat auf deinem Weg schenken. Ja, auf einer anderen Ebene wirst du in Herzensangelegenheiten, hier Begegnungen werden hier stattfinden können, kann auch sein, Altes transformieren, Neuanfang in der Liebe, auch ist eine Möglichkeit. Es gibt ja auch die, die keinen Partner haben
Und die sagen, ja, und was ist mit mir? Ja, hier, Neuanfang in der Liebe. Aber die Blockade muss gelöst werden, weil du hast hier, wenn du Single bist, lebst du hier in der Vergangenheit noch. Du hängst noch an jemanden. Solange du noch an jemanden hängst, kannst du gar keinen neuen anziehen. Also können tust es schon, aber dann hast du hier noch etwas nicht abgelöst. Das heißt, es könnte sein, dass dir das widerfährt, was dir schon mal passiert ist. Also erst einen sauberen Cut machen, ja, liebe Singles, und dann bitte wieder frei werden für etwas Neues. Ich ziehe euch jetzt nochmal eine Weisheitskarte. Und für alle die, die in einer Beziehung sind, ja, ne, lasst euer Herz offen. Ihr werdet hier Begegnungen erleben und ihr werdet hier vielleicht auch Begegnungen mit deinem Partner, wo man sagt, okay, ich habe hier etwas erlebt, ne, das möchte ich jetzt mit dir gemeinsam ablösen. Ja, wir haben hier einen Neuanfang. Du wirst dir hier einen Wunsch erfüllen heute. Es ist etwas Neues, was in dein Energiefeld kommen möchte. Und das, was hier neu ist, möchte, ich lege es euch mal hier hin, das ist so eine Energie von Wunscherfüllung. Also das hast du dir von Herzen gewünscht. Ja? Und du hast dir eventuell das auch, weil du in der Vergangenheit noch blockiert oder die Blockade aus der Vergangenheit kommt und du die ins Hier und Jetzt ziehst, ist die Blockade noch sichtbar. Ja, aber du bist hier in der Transformation. Und du weißt auch, dass du hier von oben geführt wirst. Also dir wird heute klar werden, dass du, wenn du weitergehen möchtest, dass du, auch wenn du nicht siehst, wo es hingeht, durch die Blockade, ja, egal, geh weiter. Du hast alles, was du brauchst. Wie gesagt, Familie, Liebe ist ein Thema oder kann ein Thema sein. Leichtigkeit oder die Kinder können ein Thema sein. Ja, und du wirst hier Stück für Stück wirst du weitergehen, wenn du das gerne möchtest. Vielleicht ziehst du auch um, dass deine Wunscherfüllung ein neues Zuhause ist. Ja, dann wirst du hier eventuell heute eine Zusage für eine Wohnung bekommen. Auch das ist nicht, kann ich nicht absprechen, ne? Wenn es dein Thema ist. Ansonsten, wie gesagt, wirst du hier ein bisschen an deinem Mindset arbeiten dürfen und du wirst hier erfolgreich, wenn du das gerne möchtest und du dich dafür öffnest, wirst du deine Ziele, Wünsche, Träume heute entweder ein Stück näher kommen oder sie werden sich erfüllen. In diesem Sinne, habt einen zauberhaften Tag, meine Lieben. Ja, ganz viele Zwillingsgrüße hier von mir, von meinem Zuhause an euch, wo auch immer ihr jetzt seid. Und lasst euch nicht unterkriegen. Denkt immer daran, Gott sitzt am Ruder und verschließt euch nicht, weil alles, was verschließen ist, ist Stagnation. Ne? In diesem Sinne, wer Hilfe braucht, kann sich gern bei mir melden und macht euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!